Um es vorwegzunehmen, dieser hochgelobte Film, abwechselnd als Märchen der Solidarität, Tsunami der Gefühle, Sozialkomödie oder Buddy-Movie bezeichnet, ist kein Märchen, sondern basiert auf einer wahren Begebenheit. Als der Ex-Chef der Champagnerfirma Pommery nach einem Sportunfall vollständig gelähmt war, stellte er als Pfleger den aus Algerien stammenden Abdel Selou ein und sagte später im Gespräch mit den Machern dieses Films: Wenn ich Selou nicht begegnet wäre, wäre ich gestorben. Ziemlich beste Freunde ist einer der seltenen Filme, aus denen man lachend und weinend zugleich herausgeht. Lachend über die nie versiegende Ehrlichkeit, Freundlichkeit, das Selbstbewusstsein und die Frechheiten von Driss, der sich weder Schneid noch Würde abkaufen lässt von der rassistisch-elitären Umgebung des querschnittsgelähmten Philipp. Und weinen vor Rührung über die Annäherung der Intouchables, so der viel exaktere Originaltitel des Films, der Unberührbaren, der Unerreichbaren, der Unantastbaren. Rührung auch über die Wiederaneignung von Freude, Lust und Liebesfähigkeit des schon fast toten Philipp. Weinen auch über Driss' Entdeckung des Künstlers in sich. Über die herrliche Filmmusik, die die ganze Bandbreite von Driss bis Philipp abbildet. Und schließlich auch über ein überraschendes Happy End. Der tiefschwarze Senegalese Driss, gerade aus dem Knast entlassen, will beim Vorstellungsgespräch eigentlich nur eine Unterschrift, um so schnell wie möglich an seine Stütze zu kommen. Mit seiner afrikanischen Großfamilie gehört er zu jenen Ausgegrenzten, die der französische Präsident Sarkozy am liebsten mit dem Hochdruckreiniger aus den Pariser Problemvorstädten wegkerchern möchte, wie er einmal sagte. Aber genau die unverstellte Direktheit dieses Menschen ist es, was den querschnittsgelähmten Philipp dazu bewegt, ihn als Pfleger zu engagieren. Hier trifft arm auf reich, schwarz auf weiß, gesund auf behindert, Bildungsbürgertum auf überbordende Lebenslust. Driss ist es, der Philipp in seiner direkten Art über das Tabuthema Sex für Behinderte sprechen lässt. Da laufe nichts mehr, räumt Philipp ein, aber auch an seinen Ohren sei er leicht zu stimulieren. Das heißt, wenn sie rote Ohren haben, sind sie erregt, wundert sich Driss, der selbst stets ungehemmt auf Frauen zugeht. Philipp antwortet, manchmal sind sie morgens, wenn ich aufwache, sogar ein bisschen steif. Driss ist verblüfft. Alle beide? Später sehen wir sie bei erotischen Massagen durch Prostituierte für Philipp konzentriert auf die Ohren. Nein, Mitleid, falsches Mitleid kennt der Film nicht. Wenn Driss meint, ich würde mir die Kugel geben und Philipp antwortet, auch das ist schwer für einen Querschnittsgelähmten, bleibt Driss nur die Erkenntnis, richtig, scheiße, das ist hart. Mit Driss wird der Rollstuhl getuned, der erste Joint ausprobiert, eine platonische Brieffreundschaft in ein Live-Date verwandelt und, eine der Höhepunkte des Films, als Kontrast zu allerlei klassischer Musik von Bach bis Vivaldi, auf ein Stück von Earth, Wind and Fire, der stocksteife Kammermusiksaal in einem Dancefloor versammelt, der selbst verklemmteste Hausangestellte des Gelähmten zu ausgelassenem Tanz verführt. Den Film sahen in Frankreich in wenigen Wochen knapp 10 Millionen Besucher und Besucherinnen. Er war der erfolgreichste Film des Jahres 2011 mit inzwischen fast 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, hat fast jeder dritte Franzose den Film gesehen. Die Presse in Frankreich spricht von einem Phänomen. In Umfragen nennen die Zuschauer drei Gründe, warum der Film sie in ihren Bann zieht. Erstens der Humor, zweitens der Optimismus, drittens die Solidarität. So mag der Besucherrekord für diese Ode an die Menschlichkeit, an Verschiedenheit, an Gleichwertigkeit der Unterschiedlichen vielleicht mehr aussagen über politische Grundhaltungen als Wahlergebnisse. Auch in Frankreich gingen bei den letzten Kommunalwahlen mit 47% erstmals weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten an die Wahlurne. Aber Parteienverdrossenheit ist das eine.
Sehnsucht nach einer menschlicheren Welt das andere. Wieder einmal blieb es der FAZ überlassen, das politisch Brisante dieses Films klar zu umreißen. Lena Bob schrieb dort über Philipp und Driss: Gemeinsam spielen sie mit einer als gegeben akzeptierten sozialen Realität, in der Rassismus, Diskriminierung und Armut herrschen, und setzen ihr eine als Traum erscheinende Welt entgegen, die Hoffnung kennt und Vergebung. Zu Beginn eines Jahres, dessen erste Spiegelausgabe die Frage aufwarf, Optimismus, Zuversicht oder Schönfärberei, entlässt dieser Film seine Zuschauerinnen und Zuschauer eindeutig in der Zuversicht, eine andere Welt ist möglich. Also nichts wie hin, anschauen und ermutigen lassen. Tschüss.